Unsere Themen am Freitag. Sankt Maria Friedenskönigin freut sich auf neue Orgel. Ein Hofladen für Einwohner und Museumsbesucher. Und alleinerziehender Vater im Tierpark hat alles im Griff. Das und mehr gleich hier bei LTV aktuell. Der Tag der offenen Tür am 13. Juni an der BTU Cottbus-Senftenberg. Mit Informationen rund um Studium, Vorträgen zu den Studiengängen, Führung in Ateliers und Laboren sowie individueller Beratung. Verschaffen Sie sich einen Überblick zu Studieninhalten, Ausstattung und dem Campusleben. Ab 13 Uhr am Zentralcampus Cottbus und am Campus Cottbus-Sachsendorf. Und ab 15.30 Uhr am Campus Senftenberg. Zeitgleich findet am Zentralcampus das BTU Sommerfestival statt. Mit buntem Kulturprogramm auf zwei Bühnen, einer Vielzahl von Bands und internationalen Köstlichkeiten. Der Eintritt ist frei. Guten Abend und herzlich willkommen zu LTV aktuell am Freitag. Der Personalschlüssel für Kleinkinder soll an Brandenburgs Krippen verbessert werden. Das Land wird dafür noch in diesem Jahr 8,8 und im kommenden Jahr 32,7 Millionen Euro bereitstellen. Damit werden rechnerisch in diesem Jahr etwa 420 Stellen neu geschaffen und im nächsten weitere 500. Dies kündigte heute Jugendminister Günther Baske im Landtag an. Zudem will Baske ab 2017 auch die Kindergartenbetreuung deutlich verbessern. Insgesamt werden durch alle Maßnahmen Mehrkosten beim Land von jährlich etwa 70 Millionen Euro erwartet. Das liebe Geld war übrigens auch einer der Hauptgründe, warum man in der Kirche Sankt Maria Friedenskönigin viele Jahre ohne Orgel auskommen musste. Für die Kirchengemeinde geht daher morgen ein großer Traum in Erfüllung. Es ist vollbracht. Die über 2000 Pfeifen stehen alle an ihrem richtigen Platz. Endlich zeigt sich die ursprünglich aus dem Dresdner Kulturpalast stammende Jämlich-Orgel in ihrer vollen Pracht. Die Propstkirche St. Marien ist ihr neues Zuhause. Nach dem Transport erfolgte die Montage im Herbst 2014. Doch damit war es noch lange nicht getan. Viele Umbauarbeiten in der Kirche waren nötig, damit sie überhaupt aufgestellt werden konnte. Nach einer ca. 4 Wochen andauernden Intonation sind elektronische Klänge in der St. Marienkirche nun Geschichte. Das wertet jeden Gottesdienst auf. Das ist der schöne Klang, und für die Besucher des Gottesdienstes ist es so, dass man ja sagt, wer singt, der betet doppelt. Und wenn dieser Gesang dann noch von der Orgel begleitet wird, dann könnte man sagen, ist das Gebet ein dreifaches und besonders schön. Zur größeren Ehre Gottes und zur Freude der Menschen. Damit überhaupt jemand in den Genuss echter Orgelklänge kommen konnte, musste erst einmal Geld gesammelt werden. Und das war nicht ganz einfach. Insgesamt galt es ca. 275.000 Euro zu stemmen. Dafür wurde bereits seit 2009 in der Gemeinde gesammelt. Auch sämtliche Benefizkonzerte trugen dazu bei. Die Ostdeutsche Sparkassenstiftung unterstützte ebenfalls das Vorhaben. Schließlich hat es nach fast 3 Jahren geklappt, sodass morgen die Orgel zum ersten Mal in Cottbus im Einsatz ist. Morgen, am Samstag, kommt unser Bischof Wolfgang aus Görlitz und wird die Orgel weihen. Innerhalb einer Vesper. Vesper ist das Abendgebet der Kirche. Wir beginnen ganz still, und nachdem der Bischof dann sein Segnungsgebet gesprochen hat oder sein Weihegebet, wird die Orgel festlich erklingen. Wer die Orgel fernab vom Gottesdienst live erleben möchte, bekommt direkt am Sonntag die Möglichkeit dazu. Denn dann gibt der Orgelverein um 17 Uhr ein Konzert. Da kann sich dann jeder selbst davon überzeugen, ob die Dresdner Orgel auch in Cottbus gut klingt. Einige Ältere werden sich erinnern können, früher gab es beinahe in jedem Dorf eine Kirche, eine Kneipe und einen Konsum. Aber gerade die Einkaufsmöglichkeiten sind nach der Wende flächendeckend verschwunden. Keine Chance gegen die Dumpingangebote der großen Supermärkte. Doch mit einer Rückbesinnung auf traditionelle Werte und mit einer immer größer werdenden Akzeptanz von Bioprodukten hat sich das langsam geändert. Gute Vorzeichen also für zwei mutige Frauen, die jetzt in Dissen das Wagnis der Gründung eines Hofladens auf sich genommen haben.
Produkte und Lebensmittel direkt aus der Region. Dieser Trend setzt sich immer weiter fort. In den Genuss von frischer Ware kommen ab diesem Sonntag auch die Dissener. Zu verdanken ist das Beate Lansky und Yvonne Schneider. Die beiden haben sich zusammengetan und treffen die letzten Vorbereitungen. Frau Lansky, Sie sind schon fleißig am Einräumen. Dürfte ich kurz unterbrechen, denn mir brennt eine Frage unter den Nägeln. Wie sind Sie denn auf die Idee gekommen, hier in ländlicher Gegend ein Hofland zu öffnen? Ja, wir haben einen Artikel in der Lausitzer Rundschau gelesen, wo das drin stand, dass ein Pächter für den Dorfladen in Dissen gesucht haben und haben uns kurz unterhalten und haben gedacht, wir rufen einfach mal an. Nun ist es bis Sonntag nicht mehr so lange hin. Wie ist die Aufregung bei Ihnen schon? Können Sie es kaum noch abwarten? Ja, die letzten Tage waren eigentlich noch recht entspannt. Da war die freudige Erwartung noch groß. Und jetzt, gestern war es so ein bisschen aufregend schon beim Einräumen des Ladens und Gestalten. Da waren wir dann so ein bisschen ratlos. Aber ansonsten ist alles gut. Liebevoll und zum Detail eingerichtet. In Beates und Yvonnes Laden ist die Ware perfekt in Szene gesetzt. Verkauft werden Produkte aus den umliegenden Dörfern und Städten. Erdbeer- und Kirschmarmelade ist ja in jedem Supermarkt zu finden. Hier gibt es auch besondere Marmeladen, wie zum Beispiel die Sanddornmarmelade. Frau Schneider, das soll auch so ein bisschen das Erfolgsrezept werden, oder? Richtig. Das hatten wir uns auf die Fahne geschrieben, regionale Produkte zu vertreiben. Und weil wir einfach der Meinung sind, im Supermarkt kann man überall alles kaufen, aber wir wollen so ein bisschen die ausgefallenen Sachen aus der Region hier anbieten. Neben dem Hofladen ist ja noch hier dieses stilvoll eingerichtete Kaffee zu finden. Wie sind Sie denn auf den Geschmack gekommen, es so einzurichten, wie wir es hier vorfinden? Ja, mit alten Möbeln, passend zu dem Objekt, weil wir einfach gesagt haben, was Modernes würde hier nicht reinpassen und wir wollen authentisch sein. Das sind alte Möbel und wir haben schon festgestellt, dass die Bürger aus Dissen begeistert sind, weil sie sagen, gefällt uns. Das ist das, was wir früher zu Hause hatten. Sie haben sich hier reingesetzt und wohlgefühlt und darauf kommt es uns drauf an. Das Kaffee wartet bereits auf seine Gäste. Im Laden gehen die Arbeiten weiter. Mit vereinten Kräften werden auch noch die Theken reingeräumt, damit die Kunden ab Sonntag die bestmögliche Qualität bekommen. Produkte, von denen man auch weiß, wo sie herkommen und das auch noch zum fairen Preis. Liska Laden und Café ist auf jeden Fall eine Bereicherung. Und ich lasse mir jetzt die regionalen Produkte erst einmal schmecken. Die Bundeswehr hat morgen Geburtstag, und zwar den 60. Das soll in ganz Deutschland erstmals mit dem Tag der Bundeswehr gefeiert werden. Gastgeber in unserer Region ist das Führungsunterstützungsbataillon 381 in Storkow. Mit einem umfangreichen Programm für die ganze Familie wollen die Soldaten morgen dort die Vielfalt der Bundeswehr präsentieren. Doch warum wurde dieser Tag überhaupt ins Leben gerufen? Mehr dazu jetzt von Major Lars Gossmann. Der Tag der Bundeswehr ist ins Leben gerufen worden, um selbst die Bundeswehr mal zu präsentieren in dieser Form, wie sie ist. Es findet ja sehr viel hinter Kasernenmauern statt. Um das mal zu erleben, selbst mit anzufassen, in den Dialog zu kommen mit den Soldaten, ist dieser Tag da. Daneben natürlich auch uns als Arbeitgeber zu präsentieren, zum einen den militärischen Teil, zum anderen den zivilen Teil, wo die Möglichkeit besteht, in alle Bereiche mal reinzuschauen. Und die präsentieren wir auch in der gesamten Breite. Zusätzlich zu den Stationen, die wir noch haben, Feuerwehr, Technisches Hilfswerk, Bundespolizei, die uns mit uns zusammenarbeiten, zum Beispiel auch im Hochwassereinsatz, die haben wir da auch repräsentiert. Ja, und zudem haben die Gäste auch noch die seltene Gelegenheit, einmal mit gepanzerten Fahrzeugen durch das hügelige Übungsgelände zu fahren. Wer also die Soldaten und die vielen Berufsmöglichkeiten bei der Bundeswehr kennenlernen will, die Kurmal-Kaserne in Storkow ist morgen von 10 bis 17 Uhr weit geöffnet. Mehr Infos gibt es unter bundeswehrevent.de. Die Tanzkompanie Golde G wurde im Oktober 2008 von der Choreografin Golde Grunzke in Cottbus gegründet. Mittlerweile hat sich die Kompanie in wechselnder Besetzung mit thematisch ausgerichteten Choreografien im zeitgenössischen Tanz einen Namen gemacht. Die Bühne ist die Leinwand, der Körper ist der Pinsel. Die Tanzkompanie Golde Grunzke entwickelt derzeit ein neues choreografisches Stück, das sich mit dem Thema Heimat auseinandersetzt. Was ist eigentlich Heimat und wo kann man sie finden? Auf diese und weitere Fragen versuchen fünf Tänzer eine Antwort zu finden.
Innerhalb der Recherche zu diesem Stück führte Golde Grunzke viele Gespräche mit den verschiedensten Menschen aus der Lausitz. Die Geschichten, die sie dabei erfuhr, will sie in einer Tanzchoreografie nacherzählen. Wenn ich mit den Menschen spreche, entstehen Bilder, dann versuche ich nachzufragen, nachzuhaken, damit für mich auch diese Bilder ganz konkret werden. Und diese Bilder sind zum Teil schon choreografische Bilder. Also ich sehe dann schon zum Teil, was könnte auf der Bühne passieren. Trotzdem ist der Übergang von Recherche zu Tanz, das ist eine sehr, sehr interessante Frage. Da denn den Bogen zu schlagen, dass auch der Zuschauer sieht, was habe ich als Choreografin gedacht, was könnte in der Recherche passiert sein, das ist eigentlich dieser künstlerische Prozess, der in der Choreografie dann mit reinfließt. Bei dem Stück Ankommen werden Geschichten mal auf andere Weise erzählt. Wer also neugierig geworden ist, sollte sich den 19. und 20. Juli im Kalender vormerken, denn dann wird die komplette Choreografie jeweils um 19 Uhr im Piccolo-Theater aufgeführt. Und hier ein weiterer Termin zum Vormerken. Der Brandenburg-Talk geht in die dritte Runde. Genau in einer Woche, am Freitag, dem 19. Juni um 20 Uhr, lädt Moderator Jens-Uwe Hoffmann wieder Gäste aus Politik, Kultur und Wirtschaft in die Ströbitzer Theaterscheune ein. Unter anderem mit dabei Bundestagsabgeordneter Ulrich Frese, BTU-Gründungspräsident Professor Dr. Jörg Steinbach und Johannes M. Fischer, Chefredakteur der Lausitzer Rundschau. Sie alle beschäftigt das Thema, wie kann die Lausitz einen kurzfristigen Ausstieg aus der Kohle überleben. Die Tickets für 8 Euro sind unter Telefon Cottbus 78 24 24 24 oder im Besucherservice des Staatstheaters in der Galeria Kaufhof erhältlich. Alleinerziehende Mütter gibt es in unserer Gesellschaft viele. Alleinerziehende Väter sind dagegen eher selten. Doch warum eigentlich? Selbst in der Tierwelt gibt es positive Beispiele. Noch ist Axel etwas schüchtern und traut sich nur zaghaft aus dem Gebüsch. Wenn man ihm auf die Füße schaut, sieht man auch warum. Der Nanduhahn ist Vater geworden. Am Wochenende hat er 4 Küken ausgebrütet. Nein, sie haben sich jetzt nicht verhört. Er hat sie ausgebrütet. Nandus sind einzigartig. Bei den Straußenvögeln kümmern sich nicht die Hennen, sondern die Hähne um den Nachwuchs. Das ist ungewöhnlich. Eigentlich haben immer eigentlich die Mütter den Part oder bei manchen Tieren natürlich wird es auch von beiden Tieren aufgezogen, von Mutter und Vater. Aber bei den Nandus ist es so, dass es bloß der Vater macht, also der Hahn in dem Fall. Die Hennen legen die Eier ihm ins Nest oder der Hahn rollt sich die Eier dann selber in ein Nest und dann brütet er die selbstständig 35 bis 40 Tage aus und dann schlüpfen die Küken und dann haben die Hennen auch nichts mehr damit zu tun. Dem alleinerziehenden Vater scheint das nichts auszumachen. Er füllt die Vaterrolle voll aus. Die Küken weichen ihm nicht von der Seite. Noch bis zum Herbst wird sich Axel um sie kümmern. Und die Frauen? Die genießen derweil ihre Freizeit im Lama-Gehege. Eine Form der Aufgabenverteilung, die sicher auch einigen Menschendamen gefallen würde. Naja, also ich glaube, bei uns Menschen ist es am besten, wenn sich beide Elternteile um den Nachwuchs kümmern. Das war sie, unsere Freitagssendung. Mit einem schönen Tierfoto, das unser Zuschauer Rudolf Fischer am Gulbener Waldrand ablichten konnte, möchte ich Sie ins Wochenende entlassen. Wie uns der Fotograf versicherte, sind Kids und Mama wohlauf. Genießen Sie das schöne Wetter in der Natur oder bei einer der vielen Veranstaltungen in und um Cottbus. Und wenn Ihnen auch ein interessantes Foto oder eine Videosequenz gelingt, schicken Sie sie uns. Einfach an redaktion@lausitz-tv.de. Ihnen noch einen schönen Abend. Tschüss. Ein leistungsstarkes Smartphone im kompakten Design ist das Expertenangebot der Woche. Das Samsung Galaxy S3 Mini hat einen brillanten 10,16 cm Touchscreen.
Der leistungsfähige 1,2 GHz Dual-Core-Prozessor in Verbindung mit dem neuesten Android-Betriebssystem sorgt für eine exzellente und flüssige Bedienung bei diesem Smartphone. Ihr könnt euer S3 Mini ganz einfach über die Spracheingabe bedienen. Foto schießen. Mit der Front- und mit der 5-Megapixel-Rückkamera nutzt ihr die Videochat-Funktion und schießt eure Fotos. Und wenn ihr einmal ungestört sein wollt, dann dreht ihr euer Handy einfach um, dann schaltet es nämlich selbstständig stumm. Das Samsung Galaxy S3 Mini gibt es inklusive Headset in 5 verschiedenen Farben für nur 111 Euro in allen Expert-Fachmärkten. Expert, preiswert und kompetent. Jetzt neu im Kaufland-Center in Cottbus-Silo oder unter esc-expert.de. In der kommenden Nacht ist es gering bewölkt. Mit Regen muss nicht gerechnet werden. Die Tiefstwerte bleiben zweistellig. Zwischen 12 und 14 Grad werden erwartet. Der morgige Samstag beginnt heiter und es wird schwül heiß. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 28 und 31 Grad. Im Tagesverlauf türmen sich immer mehr Wolken auf und örtlich kann es zum Teil kräftige Gewitter geben. Der Blick auf den Sonntag, wechselnd bewölkt, 20 bis 22 Grad. Einzelne Schauer sind möglich. Herzlich willkommen im Möbelzentrum Großräschen. Eine Riesenauswahl und fachgerechte Beratung helfen Ihnen garantiert, Ihre Wohnträume zu erfüllen. Individuelles Einrichten, passend zu jedem Geldbeutel, bei uns eine Selbstverständlichkeit. Lassen Sie sich von der persönlichen Atmosphäre unseres Hauses überzeugen. Möbelzentrum Großräschen, das größte Möbelzentrum in der Lausitz, direkt an der B96. Haben Sie schon mal mit unserem Oberbürgermeister gewettet? Haben Sie schon das deutsche Sportabzeichen erlangt? Haben Sie lange Zeit keinen Sport mit Ihren Kollegen, Ihren Nachbarn, Freunden oder in der Familie gemacht? Na dann wird's aber Zeit. 25 Jahre organisierter Sport, 25 Jahre Stadtsportbund Cottbus e.V. Und das wird sportlich gefeiert. Das Sportwochenende mit vielen Aktivitäten für alle Cottbusserinnen und Cottbusser. Vom 26. bis 28. Juni im Cottbuser Sportzentrum. Und Sie sind alle herzlich eingeladen. Laufen Sie für den Tierpark. Der 4. EG Wohnen Charity Lauf. Los geht's am 4. Juli um 10 Uhr. Die Startgebühr beträgt 1 Euro und geht als direkte Spende an den Cottbuser Tierpark. Und für jede gelaufene 2-Kilometer-Runde legt die EG Wohnen noch 1 Euro drauf. Alle Läufer erhalten an diesem Tag bis 13 Uhr freien Eintritt zum Tier- und Spreeauenpark. Also jetzt anmelden unter eg-wohnen.de oder telefonisch unter Cottbus 75 28 350. Der 4. EG Wohnen Charity Lauf. Am 4. Juli im Cottbuser Tier- und Spreeauenpark. Dir gefällt dein altes Ich nicht mehr, aber hast Angst vor Veränderung? Du willst einen neuen Look, aber hast keine Ahnung, was zu dir passt? Dann bewirb dich jetzt bis zum 14. Juni bei Mandys Lockenexpress und gewinne ein komplettes Umstyling. Schick einfach ein Foto und schreib uns, warum du ein neues Ich möchtest. LTV ist mit der Kamera dabei. Das ist die Chance für deinen Neustart. Erleben Sie auch im 9. Showjahr eine Verschmelzung von köstlichem Essen und einer nie dagewesenen Entertainment-Show in der alten Chemiefabrik. Dieses Jahr, Herr Jensen, Nüsse und Dinner. Kommen Sie mit auf eine kuriose Reise durch das tiefste Inneren des TV-Bekannten. Comedy-Bauchredner Jörg Jara. Herr Jensen ist seit über 50 Jahren verheiratet. Mit einer Frau. Ja, natürlich.
Na, so natürlich ist das nicht. Meine Schwester ist mit einem Mann verheiratet. Ihre Weihnachtsfeier der besonderen Art in der alten Chemiefabrik vom 27. November bis 19. Dezember. Für Gruppen von 2 bis 200 jetzt Ihr Firmen-Sorglos-Paket reservieren. Lagerfeuer, Glühwein, Show, Buffet und Tanz. Alles an Bord. Informationen und Reservierungen unter Cottbus 48 3x6 00. Psst, nicht nur Ihre Weihnachtsfeier können Sie bei uns buchen. Verdammt gute Firmenangebote gibt es bei uns das ganze Jahr. Infos unter www.alte-chemiefabrik.de. Sie wollen Ihren Mann doch nicht hintergehen. Ja, wen sonst?